Hallo zusammen, schön sind ihr alle hier angekommen. Es sind rund 220 Traktoren hier. Die genaue Zählung machen wir hier oben runter mit den Drohnen. Und ja, es ist wirklich schön, sind ihr überall her angereist, um hier ein Zeichen zu setzen, dass wir nicht mehr tatenlos zuschauen. Und zu dem Ganzen würde ich jetzt Markus Kretz auch noch ein paar Worte sagen. Liebe Bäuerinnen und Bauern, als erstes gratuliere ich euch ganz herzlich für die friedliche Aktion, die ihr heute, aber auch die letzten Tage und Wochen schon gemacht habt. Ihr habt es geschafft, in den Medien Aufmerksamkeit überzukommen und das nicht so, wie es im Nachbar oder im Ausland irgendwo der Fall ist. Ihr habt geschaut, dass es friedlich abläuft. Etwas anderes wäre nämlich in der Schweiz nicht gutiert worden. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön den Organisatorinnen und Organisatoren, die zu diesem Anlass jetzt beitragen haben. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Was meine ich damit? Politik hat die letzten 4 Jahre, so wie das Bundesamt für Landwirtschaft, aber auch Grossverteiler, Bedingungen immer schwieriger gemacht für uns Landwirte. Immer strengere und mehr Vorschriften und ein unsägliches Bürokratiemonster hat man aufgebaut. Und das ohne, dass man die Mehraufwände abgegolten hat. Warum haben wir überhaupt Landwirtin oder Landwirt gelernt? Weil wir Freude haben an den Tieren, an der Natur und am handwerklichen Arbeiten. Was ist eigentlich unsere Kernaufgabe? Wir wollen in erster Linie Nahrungsmittel nachhaltig produzieren. Doch heute ist ein grosser Teil von uns ein Bürojob geworden. Das kann und darf so nicht weitergehen. Wie das denn nicht genug wäre, müssen wir doch irgendwie täglich neu mit als Sündenbock können haben für sämtliche Umweltprobleme. Was denn meistens auch der Hass von der Bevölkerung auf den sozialen Medien jetzt generiert. Eins der jüngsten Beispiele war doch die Doc-Sendung vom Schweizer Fernsehen, wo aus meiner Sicht einseitig und falsch über unseren Berufsstand berichtet hat. Und das über eine Branche, die das Grundbedürfnis Nahrung herstellen. Sättige Sachen, das ist ein Schlag ins Gesicht in unsere Branche. Aktuell geben wir von den Verbänden mehrere 100'000 Franken aus für Öffentlichkeitsarbeit, um der Bevölkerung aufzuzeigen, was wir heute schon alles gut machen. Doch leider neigt der Mensch dazu, eher das Negativ besser aufzunehmen als das Positiv. So braucht es etwa das Zehnfache an positiven Meldungen, bis wir wieder etwa neutral dastehen. Und was wäre doch so schön, eine Wertschätzung für unseren Berufsstand, das ist ebenso wichtig wie der Verdienst. Diesbezüglich sind auch die Abstimmungen gegen uns Landwirte die letzten Jahre nicht förderlich gewesen. Manchmal hat man das Gefühl, dass 96% mehr von der Landwirtschaft verstehen, als die 4%, die es gelehrt haben. Doch niemand hat mehr Interesse, wenn mehr Bäuerinnen und Bauern, weil wir über Generationen arbeiten wir und geben das in unseren Kindern wieder weiter. Manchmal habe ich das Gefühl, egal wie viel Gutes wir machen, wir wollen immer noch mehr. An dieser Stelle denke ich an die Biodiversitätsinitiative vom 22. September. Obwohl wir bereits heute 19% von unseren landwirtschaftlichen Nutzflächen als BFF-Flächen bewirtschaften. Obwohl wir 78% von diesen Flächen vernetzt haben und obwohl wir 43% bereits im Q2 inne haben, wollen wir von uns mehr und noch mehr. Wir werden für einen Artenverlust verantwortlich gemacht,
der draußen ist. Und wir suchen nicht nach anderen Gründen, was er noch könnte zu haben. Okay. Dabei hätte doch jeder Eigenheimbesitzer die Möglichkeit, in seinem Garten einen Ast oder einen Steinhaufen zu machen, einen Baum zu pflanzen und einen Nistkasten drauf zu tun. Apropos Nistkasten. Habt ihr gewusst, dass wir in der Schweiz 1,85 Millionen Katzen haben? Und dass jede Katze pro Jahr 18 Vögel frisst? Das heisst, wir verlieren pro Jahr 30 Millionen Vögel wegen diesen Stubbertiger. Oder die Lichtverschmutzung. Oder die Verbetonierung von unserer Schweiz, die ganz sicher auch einen wichtigen Teil dazu beiträgt. Doch über solche Sachen spricht man nicht gern, denn das betrifft die ganze Gesellschaft. Anstatt in den wahren Geschichten auf den Grund zu gehen, fordert man bei der erwähnten Abstimmung zusätzlich 190'000 Hektar als BFF-Kerngebiet auszuscheiden. Das ist die Grösse des Kantons Luzern. Weitere 560'000 Hektar will man ausscheiden als Vernetzungsgebiet, bis man 30% der Landesfläche für Biodiversität reservieren. Das ist nicht alles. Das wird schlussendlich in den Richtplan aufgenommen und wird somit behördenverbindlich. Was heisst das? Bauten und Anlagen wären auf diesen 30% von unseren Flächen nicht mehr möglich. Das heisst, Tunnel und Hagelschutzanlagen wären dann verboten. Selbst die Ökoflächen dürft ihr nicht mehr verschieben, weil das wird schlussendlich so festgelegt. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Liebe Landwirte und Landwirtinnen, dank eurem Engagement ist es jetzt soweit. Die letzten Monate haben wir viel positiv bereits erreichen können, dank der Unterstützung aus der Basis. Denn wenn die Landwirte auf die Strasse gehen, dann ist der Leidensdruck gross. Das Wort Dialog, jetzt das Schlüsselwort zu verwenden und auf so friedliche Art auf Probleme hinweisen, das finde ich super. Denn wir dürfen das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten nicht aufs Spiel setzen. Der Konsument ist nämlich nicht das Problem. Bei einer Umfrage kürzlich hat sich gezeigt, dass über 90% der Konsumentinnen und Konsumenten in puncto Vertrauen und Glaubwürdigkeit hinter uns stehen. Das dürfen wir mit unseren Protesten nicht gefährden. Ja, der Adressat betrügliche Dialog ist klar. Grossverteiler, Politik und Bundesamt für Landwirtschaft. Einfach, dass das Feuer zum Teil mehr noch suchen müssen. Die drei Akteure haben sie in der Hand, dass das Bauernsterben aufhört und bessere Rahmenbedingungen gemacht werden, die für uns verträglich sind. Jetzt gehen die Feldarbeiten los. In dieser Zeit werden wir von den Bauernverbänden aktiv und werden den Dialog mit den entsprechenden Partnern suchen. Falls ihr im Gegenzug Zeit findet, nutzt die Gelegenheit für einen Dialog mit unseren Konsumentinnen und Konsumenten. Den Kennen kann die Landwirtschaft der Bevölkerung näher bringen, weder ihr selber. Damit wir auch die vierte Abstimmung in Folge regelrecht den Boden ablassen können, brauchen wir eine Mobilisierung. Und dann müssen wir wieder auf euch zählen können. Schaut, dass Gott, Götti, Tante, Grossmutter an die Urne gehen schlussendlich, dass wir endlich den politischen Druck auch beseitigen können, der gegen uns die letzten Jahre herrscht. In dem Sinn danke ich euch nochmals fürs Engagement, die gute Unterstützung aus der Basis, dass es uns endlich gelingt, kostendeckende Preise zu verhandeln, endlich eine administrative Einfachung zu erreichen und vor allem eins, dass wir mehr Wertschätzung für unsere Arbeit bekommen. Denn stirbt der Bauernstand, folgt ihm das Vaterland. Danke.